Die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen steigt in China jetzt weniger schnell an als zuvor. Dennoch gab sich der Chef der Weltgesundheitsorganisation auf der Konferenz zu dem neuartigen Virus in Genf weiter alarmiert. Ein Virus kann stärker sein als ein Terrorangriff, das ist wahr. Wenn die Welt nicht aufwacht und den Virus als Feind Nummer eins betrachtet, glaube ich nicht, dass wir unsere Lektion gelernt haben. Als offizieller Name des Virus wählten die Wissenschaftler Covid-19. Es sollte ein Name sein ohne Bezug auf einen Ort, auf ein Tier, auf eine bestimmte Person oder Gruppe von Leuten. Der Name sollte auch aussprechbar sein. Der britische Geschäftsmann, der von Singapur nach Frankreich gereist war und dort mehrere Personen mit dem Virus infiziert hatte, dankte dem Krankenhauspersonal in London. Steve Walsh gilt als sogenannter Superspreader oder Superverbreiter. Das sind Personen, die das Virus an besonders viele andere weiterleiten. Obwohl der Mann keine Symptome der Krankheit zeigte, wurde er in einem Krankenhaus isoliert. Chinesen im Ausland verstärken unterdessen ihre Solidarität mit den von der Epidemie Betroffenen in der Heimat. In den vergangenen 24 Stunden sind 97 Chinesen an Covid-19 gestorben.